in Stammesgeschichte eine entscheidende Rolle. Dafür gibt es mehrere Gründe. Nur als Allesesser konnten die Frühmenschen die Ressourcen der Savanne optimal ausnutzen. Außerdem wäre die menschliche Gehirnentwicklung ohne Fleisch nicht möglich gewesen. Je größer das Gehirn wird, desto mehr Energie benötigt dieses hochspezialisierte Organ. Tierisches Eiweiß liefert mehr Kalorien als reine Pflanzenkost. Nachdem die frühen Menschen sich auf hochwertigere Nahrung umgestellt hatten, verkleinerte sich sogar ihr Darm im Vergleich zu den weiterhin hauptsächlich vegetarisch lebenden Affen. Der Körper verbraucht bei der Verdauung dadurch wesentlich weniger Energie. Die Evolutionsgeschichte des Essens erklärt für Thomas Junker eindeutig, warum wir bis heute so wild auf Fastfood sind. Es ist ja ganz erstaunlich, dass Menschen trotz aller Ernährungsratschläge immer noch ganz gerne fettig und süß essen. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, warum ist das so? Wo kommen diese natürlichen Anlagen her? Und dann sieht man, dass Menschen in der Evolution vor einem ganz großen Problem standen. Durch das große Gehirn haben wir einen enormen Energieverbrauch und Energiebedarf. Und Fett und Zucker, was im Süßen ist, sind praktisch zwei Stoffe, die diese Anforderungen sehr gut erfüllen. Also Fett hat sehr viel Energie und Zucker führt dem Gehirn sehr schnell Energie zu. Das heißt, wenn wir süß und fettig essen, Pommes frites mit Ketchup und Mayonnaise, dann tun wir sozusagen unser paläolithisches Programm perfekt verfolgen. Allerdings müssten wir uns auch so viel bewegen wie unsere Vorfahren, um die Kalorien auch wieder zu verbrennen. Das ist der Grund für Zivilisationskrankheiten und Gewichtsprobleme heutiger Büromenschen. Unseren Erbanlagen nach sind wir immer noch paläolithische Jäger und Sammler. In Buja gab es ein großes Angebot an Fleisch, wie die Experten herausgefunden haben. Viele Tiere, die dort nachgewiesen werden konnten, leben in und am Wasser. Flusspferde und Schildkröten beispielsweise. Damit passen die Erkenntnisse der Zoologen über die Umweltbedingungen zu denen der Geologen. Die Anzahl der Arten war groß. In Buja haben wir 21 Wirbeltierarten gefunden, darunter 4 Reptilien. Am häufigsten war das Krokodil. Der Rest sind Säugetiere. Wir haben 16 oder 17 Säugetierarten. Ansatzweise ließ sich sogar bestimmen, welche Tiere verspeist wurden. Denn an einigen der Knochen wurden unter dem Mikroskop Kratzspuren von Steinwerkzeugen sichtbar. Sie müssen entstanden sein, als das Fleisch zum Essen vom Knochen weggeschnitten wurde. Die meisten dieser Knochen stammen von Antilopen. Aber wir haben auch Schnittspuren auf Nilpferdknochen gefunden und auf einigen von Krokodilen. Das ist ziemlich bemerkenswert und interessant, denn es heißt, dass die Leute in Buja Krokodile gegessen haben. Die Buja-Menschen lebten offenbar in einer paradiesischen Umgebung mit viel Wasser und einer Fülle von Essbarem. Kraftnahrung als Evolutionsmotor. Auffällig ist, unter den 21 Tierarten konnten die Experten außer den Krokodilen keine anderen Raubtiere feststellen. Typische Savannenjäger, wie etwa Löwen oder Hyänen, fehlten. Waren die Menschen so erfolgreich beim Beutemachen, dass für andere Fleischfresser nichts mehr übrig blieb? Dieser Frage wollen die Wissenschaftler weiter nachgehen. Doch gegen Mittag steckt die Expedition erst einmal fest. Obwohl alle mit anpacken, dauert es fast eine halbe Stunde, bis der Weg endlich frei ist. Bevor die Hitze unerträglich wird, will Professor Abate mit seinen Kollegen noch einen ganz besonderen Platz aufsuchen. Die Begehung erfordert viel Kondition. Nicht umsonst wird der Vollblutgeologe Ernesto Abate von seinen Studenten Iron Man genannt. Sein Ziel ist eine riesige Ansammlung von Steinwerkzeugen. Der Anblick ist atemberaubend. Überall liegen mitten in der Wüste große Faustkeile, Steinhämmer und scharfe Abschlagklingen. Wahrscheinlich haben sich die Objekte über Jahrtausende angehäuft. Relikte vieler Generationen,
Sie sind schwerer als Sand, deswegen blieben sie liegen und sanken tiefer, während der Wind auf dem Plateau Staubschicht um Staubschicht wegwehte. Weltweit gibt es kaum etwas Ähnliches wie diese große Anzahl von Werkzeugen bei Buya. Ich habe so etwas wie das hier niemals zuvor gesehen. Ich war hier das erste Mal 2001 und ich erinnere mich, dass ich regelrecht schockiert war von der Masse der Objekte, die hier auf relativ kleinem Raum liegen. Wenn man hier herumgeht, findet man auch anderswo noch Tausende und Abertausende von Steinwerkzeugen. Aber diese Konzentration, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Werkzeuggebrauch ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Menschen von Tieren unterscheiden. Zwar benutzen auch Affen bereits Stöckchen oder Dornen, aber der Gebrauch von Steinwerkzeugen setzt mehr voraus. Die Frühmenschen mussten gezielt aus verschiedenen Gesteinen geeignete Materialien auswählen. Oft wurden solche Rohstoffe sogar über weite Strecken herangeschafft, sodass man von einer bewussten Planung ausgehen kann. Außerdem musste man sich das handwerkliche Können aneignen, sich das Erlernte merken und an die nächste Generation weitergeben. Dazu sind abstraktes Denken und Erinnerungsvermögen nötig. Hier liegen Ursprünge auch der Kultur. Der Experimentalarchäologe Clemens Eibner stellt selber Steinwerkzeuge her. Seine Erkenntnisse dabei sind überraschend. Das Schlagen eines Faustkeils erfordert bereits sehr viel Geschick. Eibner musste wochenlang üben, bis er den Bogen raus hatte. Also ich würde sagen, jeder, der sich mit Steingeräten aus dieser frühen Zeit beschäftigt, sollte einmal selber versucht haben, so ein Werkzeug herzustellen. Er wird merken, dass man die Abschläge ganz genau setzen muss. Und er muss ja dreidimensional denken. Beim Abschlag braucht er nur einen Schlag führen, währenddessen ein tropfenförmiger Faustkeil oder die seezungenförmigen Faustkeile, wie wir sie aus Eritrea kennen, verlangen nicht nur ein gestalterisches Geschick, dass man das im Geist sozusagen verinnerlicht, sondern auch die entsprechende Schlagtechnik. Denn es macht einen großen Unterschied, ob ich im rechten Winkel oder im spitzen Winkel meinen Schlag setze. Und es ist nicht nur die Kraft, die notwendig ist. Wenn ich zu viel draufschlage, dann zerschlage ich meinen Stein. Das heißt also, die Leute haben im Prinzip vom Kognitiven her dieselben Leistungen wie wir heute. Aufgrund der vielfältigen Anforderungen kam es bereits bei den frühen Menschen zu einer längeren Jugendzeit. Unabdingbar für das Lernen und die Weiterentwicklung des Gehirns. Auch schon beim Homo erectus veränderte die Notwendigkeit, Kinder innerhalb einer Gruppe oder Familie über Jahre aufzuziehen, auf subtile Weise die Sexualität. Ein Erbe, das uns bis heute prägt. Die Sexualität bei Menschen hat ja ein ganz spannendes Merkmal. Die Frauen signalisieren ihren Eisprung nicht. Warum tun sie das? Das liegt wahrscheinlich an der Notwendigkeit der Kinderaufzucht. Das heißt, Frauen können alleine Kinder nicht aufziehen. Sie sind auf die Männer angewiesen. Wie tun sie das jetzt durch den verdeckten Eisprung? Wenn der Mann nicht weiß, wann die Frau ihre fruchtbaren Tage hat, dann muss er in der Nähe der Frau bleiben und dann wird er sich auch um die Frau und ihre Kinder vielleicht kümmern, wenn er sicher gehen will, dass er der Vater ist. Zudem, das ist sozusagen der schöne Teil,